Ah, okay. Jetzt nochmal zur Truhe zurück und einen Schuss abfeuern. Lauf. Lauf, 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 lauf. Und rumdrehen und schießen. Bombs. So, wieder zum Anfang zurück. Ja, wo waren das jetzt? Hier lang. Hier lang. Ach, so groß ist das Ding gar nicht. Und das ist so mitten im Weg. Jo. Jo. Da. Und da haben wir die Sphäre. Schön. So leicht kann es gehen. Guck einer an. Ne, hier war die scheiß Truhe. Hier war der Knopf. Jupp. Okay. Sorry. Und da haben wir die erste Sphäre. Gut, das ist doch schon mal fein gelaufen. Ich glaube, das andere Ding war nur eine Verarsche da oben. Ne, ist Blödsinn. Aber wir haben jetzt einen Hammer, also ist unsere Nahkampfwaffe, die wir jetzt erstmal führen können. Mehr haben wir zurzeit nicht. Oh, jetzt bin ich aber relativ vertrauensvoll zu diesem Teleporter gewesen. Aber es lief ja jetzt auch. Keine Ahnung, was das für ein komischer. Ich kann den eigentlich auch hier gleich reinmachen. Der zieht sich den schon alleine rein. Und es erscheint der erste Block. Yep. Diese Blöcke müssen wir zusammenbauen bis hier oben. Weil da ist nämlich der Ausgang. Da kommen wir jetzt nämlich hier nicht so hoch. Oder? Das wäre ja interessant. Ha! Ha! Also wenn es wirklich so ist und ich kann mir sogar die Waffe holen, dann werde ich das natürlich nicht so weiterspielen. Wie genial. Wie genial. Weil ich werde natürlich die Rätsel richtig lösen, aber falls hier wirklich ein Bug ist, komme ich auf jeden Fall wieder weg. Und? Das ist der Ausgang. Geh kaputt. Ja. Nur mal so. Ja, das ist auch der letzte Raum hier drinnen dann. Das ist ja genial. Ja, das wusste ich nicht. Man kann sich hier auch die Glitches zunutze machen. Oder was heißt, eigentlich ist es kein Glitch, es ist eigentlich völlig normal, was ich da gemacht habe, weil es ist völlig in Ordnung. Es war auch gemeint, dass man da einen Hammer findet, wenn man ihn dort gleich da ablegen muss, sofern man es dann losgeht mit der Zeit. Ja. Naja, okay. So, das erste war hier beim Fahrstuhl. Dann ist da noch ein Weg. Also dieser Weg. Ah, der Weg, wo halt der Ausgang ist. Okay. Wir müssen uns merken. Dann ist der andere Weg von da aus. Ist noch da lang. Gut. Probieren wir den aus. Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass wir wieder rauskommen aus der Scheiße. Das finde ich schon mal extrem geil. So. Das ist cool. Das habe ich nicht gewusst. Man kann sich einen halben Dungeon sparen, aber da ich natürlich euch den Dungeon zeigen möchte. Also, dass ich euch den optionalen Teil von dem anderen Scheiß nicht zeige, ist okay, aber das hier muss sein. So, hier sollte ich, glaube ich, erstmal anhalten. Ach, guck einer an, da ist meine Flasche. Sehen Sie doch wieder. Na, wie nice. Das ist ja mal echt süß. Da hängt die Flasche in der Luft. Die ist doch runtergefallen. Ist ja voll cool. Naja, okay, hier ist auch der vierte. Ja, ich habe jetzt alle vier Halterungen gesehen. Ich glaube, dass es vier sind. Und es gibt so vier Mini-Rätsel zu lösen. Wie das eben gerade. Und damit kriege ich dann alles zusammen. Und das sind schon mal Platschenhandschuhe. Schon gut. Gut, zack. So, wir sind wieder in Sicherheit. Wir gehen mal auf das Ding rauf. Auf das Ding rauf. Das da oben, da ist auch nochmal was. Ach so, das war das Ding von vorhin, wo wir den Bogen gekriegt haben. Ja. Okay. Und checken mal den nächsten Rätselraum aus, was der uns zu sagen hat. Oh, ich muss auch auf Speichern drücken, während ich mir hier Trinken eingieße. Ja. Der nächste Rätselraum wird uns in eine Welt entführen, von der wir nicht glauben, dass sie existiert. Ach, war das das Coole? Es gab hier noch einen richtig geilen Style, der eigentlich so eher zu Blizzard passen würde. Aber, da ist bestimmt ein Gegner drin. Nee, das war der falsche Knopf. Hier. Ja, also genau, also diese blatten Dinger, die würden uns folgende Rüstungswert bringen. Na? Okay, macht er nicht. Oh, kaum anderen. Hat kaum Unterschied. Also deswegen behalten wir auch noch unsere Handschuhe des Zorns. Ich weiß nicht, wie lange ich sie behalten werde. Ich denke mal nachher, wenn es die besten Sachen gibt. Kein Gegner, super. Also ich habe ja immer Schiss, dass da so eine laufenden Dinger sind. Die gibt es nämlich später öfter. Zweimal Heilung, sehr gut. Aber das kann es natürlich noch nicht gewesen sein. Ich denke mal, dass das hier wieder so eine Bogenschießaufgabe wird. Ach Gott, den Scheiß.
Und ich muss hier alles schaffen in der richtigen Zeit, in der vorgegebenen Zeit. Oh Gott. Ich hab Schiss. Und da ist noch einer. 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 Und da ist der letzte. Zack. Und da haben wir unsere Sphäre. Wunderbar. Schön. So leicht kann's gehen. Ich traue dem Transporter jetzt einfach mal. War ein Fehler. Scheiße. Und wir sind wieder raus. Aus dem Scheiß. Und wir gehen mal hier rüber. Gehen wir hier rauf. Aber die Plattenhandschuhe behalten wir. Können wir verkaufen nachher, wenn wir in der Stadt sind. Ich sag noch nicht ihren Namen. Aber wer die alten Teile kennt, zumindest im vierten, weiß ich, dass da die Dungeons ja auch genauso heißen. Ich glaube auch weiterhin sonst so. Dann wollen wir hier. So. Ah, passiert alles gleichzeitig, wie wunderbar. Der weiß, wenn ich im Dungeon die Zeit bin, dass, was dann das wohl für ein Dungeon sein mag. Ich muss in die andere Richtung, genau. Gut, nicht, dass ich jetzt wieder zur anderen laufe. So. Was das für eine Stadt sein mag, die zu dem Dungeon gehört. Und welche Tugend dazu gehört. Werdet ihr allerdings auch noch mitbekommen, wenn ich in diesem Dungeon natürlich wieder meinen Glyphen finde. Den brauche ich natürlich auch noch. So. Gut. Also wir haben die Richtung und die Richtung. Das sind schon mal vier Richtungen. Vier Richtungen, genau. Genau. Ich kann rechnen. Bin der Rechenkönig. Wahnsinn. Genau. Eins, zwei, ja, vier, genau. Ja. So. Ja, dann drücken wir auf den Knopf. Und gehen wir mal in die ganz andere Richtung. Eine Knöpfe drehen, eine Knöpfe drehen, eine Knöpfe drehen, eine Knöpfe drehen, eine Knöpfe drehen. Und hier ist was. Und hier ist eine Sphäre. Oh geil. Ohne was dafür zu tun. Kein Mini-Rätsel. Ich fand eine magische Kugel. Was ist das hier oben? Nix. Okay, dann weg hier. Schnell. 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 Schneller. Noch schneller. Was war das hier? Kettenstiefel, das von unserer alten. Nee, Kettenstiefel habe ich an. Was soll das denn? Naja, was soll's. Egal. Und ich glaube, dadurch hätte ich auch noch eine Sphäre bekommen müssen eigentlich. Weil es sind keine Wege mehr. Ha, klasse. Na toll. Naja, gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Komm nicht ran. Rutsch da mal runter, genau. Und da auf. Ja, genau. Das war natürlich richtig gut. So, und jetzt hier hoch. Ja, wenn das dann hinten nicht klappt mit der letzten Sphäre, dann müssen wir vielleicht drauf verzichten. Jo, okay. Da kommt dann der nächste. Aber den Sprung würden wir auch noch nicht schaffen. Die sind nämlich extra so lang gewählt, dass man diesen letzten Sprung auch nicht schaffen würde, weil ich da auch beim ersten Mal dachte, ich mache einfach nur fast alle. Komme ich darüber gesprungen. Aber nein, das klappt so nicht. Moment mal. Das war da hinten. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch was finden hier. Weil irgendwo müsste ja noch was sein. Außerdem vermisse ich noch einen Raum. Es kann schon auch sein, dass wir einen vergessen haben. Ha. Da waren wir aber schon. Da hinten ist aber noch ein Weg. Ha. Lausebengel. Da haben wir wohl noch einen Weg vergessen, Jungs. Ist ja schon fast gedacht, dass ich hier doof bin. Genau, also wie gesagt, es müsste dann jetzt dieser Raum sein. Ein Humor, den ich, wie gesagt, eher Blizzard anrechnen würde. Da ist er. Ein ganz normaler Raum. Na? Na? Naja, es sind keine Schafe, sondern Ziegen, aber hey. Leider kann man, wenn man hier ganz doll auf die Ziegen drückt, nicht die zum Explodieren bringen. Wie in anderen Spielen. Aber ich glaube auch, dieser Raum, den tritt man auch selber gar nicht. Das ist einfach nur ein Joke. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, okay, reicht. Okay. Speicherstand haben wir gerade gemacht. Die Kugel ist, wie gesagt, nicht nötig.
So, genau, okay, das war jetzt was. Ah ja. Ah ja, okay. Gut, aber wir machen als erstes mal den harten Teil. Und zwar die hier. Okay, Nummer 1, down. Und Nummer 2. Leider kann man mit dieser Waffe nicht laufen und schlagen. Das ist halt bei den Zweihandwaffen scheiße. Weil bei den anderen kann man halt immer im Laufen schlagen. Ja, beim beim Stab auch nicht, aber bei der Stab hat er wenigstens, der Stunt war wenigstens die Gegner. Ah, wieder mal ein bisschen Zeug zum Ausgeben. Und hier ist Geld und, oh, ein Rubin, schön. Ja, das war es ja auch wieder nicht. Okay, das sind Saphire, ne?